So, liebe Zuschauer, ich begrüße euch und ja, ich hoffe, dass heute mal ein paar Live-Zuschauer kommen, aber das ist nicht so schlimm, da dass er ja ein Videoersatz sein wird. Ich habe ja zwar gesagt, also ein Ersatz für ein Video, das nicht kam, ich habe zwar gesagt, dass ich wahrscheinlich wieder in meinen Rhythmus reingehe, so 4 Videos die Woche, aber ich wollte es eigentlich erst ab nächste Woche so machen. Jetzt ist wahrscheinlich schon diese Woche so ein kleines bisschen eingebrochen. Naja, ist nicht so schlimm. Hier sehen wir, der 1 gegen 1 Modus ist deaktiviert, weil es da oft zu Spielabbrüchen gekommen ist. Das hat jetzt aber nichts mit meinem zu tun, weil da kam es nicht zu Spielabbrüchen. Eigentlich, es war einfach nur so, dass mein WLAN aus irgendeinem Grund zu stark überlastet war und dass auch mein Aufnahmeprogramm dann immer abgekackt hat. Das Spiel ist an sich nie abgebrochen. Deshalb, was hier gerade stand, davon bin ich eigentlich gar nicht betroffen. Deshalb schicken die uns 24 Ziertokens. Absolute Ehrenmänner. 24 braucht man nämlich, um ein Ding komplett durchzumachen. Und wir bekommen Kittel. Nice. Ja, richtig. Wir fangen heute von vorne an. Neuanfang. Quests bekommen wir natürlich hier, weil wir reingegangen sind. Mal gucken, ob heute ein paar Leute kommen. Ja, ich bezweifle es. Aber es ist auch nicht so wichtig. Ich spiele heute, also ich streame jetzt ungefähr zu dem Zeitpunkt, wie ich damals gestreamt habe, also 8:30, als so viele mal zugeschaut haben, also im Bereich so von 8 bis um 10 abends oder nachts, also eher später abends, würde ich sagen. Also nachts sehr gut, eigentlich ist es schon nachts. Aber das ist nicht wichtig, als ob der, wenn der noch reingegangen wäre, das wäre krass gewesen. Und ich habe übrigens in dem letzten Stream Scheiße gelabert, worum es mir gegen, als Sandhausen gegen Karlsruhe spielt, wann die denn endlich spielen. Ich habe halt nur gelesen, dass sie Dienstag spielen, aber die spielen halt erst im Februar. Also das Spiel ist wahrscheinlich wirklich wegen Corona irgendwie abgebrochen worden und deshalb ist es längerfristig verlegt worden auf irgendeinen Dienstag. Aber da habe ich ja nicht genau hingeschaut, das ist irgendwie Mitte Februar, wenn die spielen. Aber das nächste Spiel ist sowieso gegen Sandhausen von Aue, das wird dann halt sowieso ein sehr wegweisendes Spiel sein, was wir hoffentlich gewinnen. Da muss ich einfach drauf hoffen. Das ist, glaube ich, samstags 13.30 Uhr, also morgen. Heute ist ja Freitag, richtig. Spielen die, war es 13.30 Uhr? Ja, es ist 13.30 Uhr. Also in weniger als 24 Stunden spielen die. Das wird hoffentlich ein Sieg für meine Aue. Naja, gut. Dann widmen wir uns mal wieder FIFA Mobile und ein paar neuesten News aus der Fußballwelt, was mich extrem schockiert hat. Max Eberl hört bei Gladbach auf als Sportdirektor und ich hoffe so sehr, dass er nicht zu Red Bull gehen wird. Wenn, dann von mir aus ins Ausland. Fraglich ist dann wohin. Hoffentlich nicht zu Newcastle oder so. Aber wir werden sehen, wie sich das noch entwickelt und eine weniger tragisches Ereignis. Also ich finde es echt schade, dass er weg ist. Sehr, sehr schade. Wer soll denn da jetzt irgendwie? Ja, das, die Arbeit weiterführen, der macht ja so gute Arbeit. Und wer verkauft denn jetzt dem BVB die ganzen Gladbach-Spieler? Das ist auch ein Problem, ne? Man muss ja auch immer an den BVB denken. Gladbach kann das dem BVB doch nicht einfach antun. Ja gut, das ist nicht das geringste Problem. Ich sehe da gewisse Parallelen zu Schalke, also in der Entwicklung, nicht unbedingt in dem Ablauf. Bei Schalke waren es ja eben Personen, die keine Ahnung hatten und dass man unnötig viel Geld ausgegeben hat. Da man jetzt aber in einer Verfassung ist, dass der Max Eberl weg ist, also dass man einen schweren Abgang zu verkraften hat und dass halt momentan kein richtiges Geld da ist, dass der Kader eigentlich, dass man den bezahlen kann, ist halt so, dass man eigentlich international spielen müsste. Es ist nicht wie bei Schalke, dass man eingeplant hat, international zu spielen. Also man würde keine Schulden machen, wie bei Schalke, aber man müsste trotzdem gute Spieler ziehen lassen. Und wenn dann weniger gute nachkommen, könnte ich mir irgendwie schon vorstellen, dass man so den ähnlichen Weg gehen wird wie Schalke. Also dass diese Saison so wie Schalke, dass die Saison 16, 17 oder 18, 19 ist.
Aber wir hoffen es mal nicht. Also Gladbach, eigentlich finde ich eigentlich ganz coole Truppe, einfach weil da eigentlich so gute Arbeit geleistet wurde. Und der Max Eberl einfach sehr sympathisch ist, muss ich sagen. Ich finde es schade, dass er weg ist. Sehr, sehr, sehr schade. Naja. So, Team of the Week, was bringt mir das eigentlich, wenn ich das hier bekomme? Punkte, was muss ich noch machen? 25 Division Rivals Spiele gewinnen. Ach so, innerhalb von 5 Tagen, ey, das schaffe ich niemals. 300 Tore innerhalb von 8. Alter, wie soll ich das denn schaffen? Das kriege ich doch gar nicht hin. Naja. Ist hier irgendwie jemand da? Nein. Okay, bye bye, Kartoffelbrau war das letzte. Ich habe das Spiel auch mal gespielt, was das letzte, was jemand reingeschrieben hat. Ach ja, das war bei irgendeinem Livestream. Schon lange her, dass jemand da war. Okay, dann hat Konsti mal was reingeschrieben. Als ich nicht bemerkt habe, da habe ich mit der Twitch-App gestreamt, okay. Gut, es kann auch sein, dass die Twitch-App, wenn ich mit der Twitch-App streame, dass es mir vielleicht nur eher angezeigt wird. Und wenn ich dann auch draufgehe, also es wird mir, der Gesamtchat wird mir wahrscheinlich hier nicht mehr bei der Twitch-App angezeigt. Ich glaube, das wird mir nur kurz eingeblendet. Sonst hätte ich es ja eigentlich sehen müssen. Oder wahrscheinlich war der Stream so, ja, so schlecht, weil wegen der Verbindung des Internets, dass mir es einfach erst gar nicht angezeigt wurde. Vielleicht hat Konsti ja sogar was geschrieben und es ist gar nicht bei mir angekommen, weil einfach die Verbindung alles so schlecht war und ich Probleme hatte mit dem Stream. Vielleicht lag es auch da dran, dass mir eigentlich wahrscheinlich Konstis Nachricht gar nicht angezeigt wurde. Das kann ja auch sein. Aber wir schwelgen nicht in der Vergangenheit. Wir reden über die Gegenwart und die sieht nicht so gut aus für Gladbach und für Aue momentan auch nicht. Richtig, hat eigentlich heute zweite Bundesliga schon gespielt? Eigentlich ist ja Freitag, spielen die da nicht schon? Ich weiß es gar nicht. Also ich weiß es schon, aber ich weiß, könnte sein, weil man jetzt eine kleinere Pause hatte, weil Länderspielpause ist, obwohl, ist halt so lustig. Es ist Länderspielpause, deshalb hat die Bundesliga und die zweite Bundesliga Pause. Und die dritte Liga eigentlich, glaube ich, sogar auch. Das Dumme ist halt nur, dass Deutschland in dieser Länderspielpause gar nicht gespielt hat. Das ist lustig. Aber man muss trotzdem natürlich eine Pause machen, weil es sind ja nicht nur deutsche Spieler bei den deutschen Clubs, sondern auch Nationalspieler, vor allem aus den afrikanischen Ländern. Und Asien hat, glaube ich, auch die WM-Quali jetzt weitergemacht. Na gut, Asien hat man jetzt nicht so viele asiatische Spieler, aber vor allem afrikanische, da gibt es ja auch einige gute, die den Verein fehlen, also das ist wichtig, dass man jetzt eine Länderspielpause gemacht hat. Muss man einfach sagen, also ich glaube, nee, die Premier League, also die machen ja auch Länderspielpause. Was die nicht machen, ist Winterpause. Was echt scheiße ist, muss ich sagen. Aber noch schlimmer ist, dass die halt an Weihnachten spielen. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, am Boxing Day, nennen die das. Das ist echt scheiße eigentlich. So. Aber es kommt davon, wenn man 10.000 verschiedene Pokale hat in England. Die haben einen extra Pokal nur für Amateurligen. Und da spielen sogar die U23-Mannschaften der Premier League-Gisten dabei. Also die Akademie von Arsenal und so, die spielen da wirklich mit. Das ist irgendwie. Und eigentlich, warte mal, nee, Akademie, die U23 ist es nicht. Die Akademie ist schon mal was anderes. Weil die U23 von Arsenal würde, glaube ich, mit so einem Dritt- und Viertligisten ordentlich mithalten eigentlich. Wenn man jetzt schaut, dass der Chelsea U23 zum Beispiel, die haben ja eine separate Liga, die heißt das Premier League 2. Genau. Was ich mir eigentlich auch für Deutschland wünsche, dass die zweiten Mannschaften, die Reserve, eigentlich eine eigene Liga bekommen. Und es gibt auch das Argument, dass es niemand schauen würde, aber es ist ja auch nicht der Sinn, dass das geschaut wird. Das ist ja die Reserve, die muss ja keiner schauen. Sie muss ja nicht nur übertragen werden. Es ist einfach nur die Reserve. Das ist ja, die U19 wird ja auch nur übertragen. Also die U19 Bundesliga. Also jetzt nicht so auf großen Sender. Da muss man das jetzt, also das wäre zum Beispiel kein Argument, aber das Argument, dass man halt richtige Clubs verdrängt einfach, ist halt auch dumm. Und man kann jetzt nicht sagen, okay, ich darf nur bis zur Regionalliga spielen oder Oberliga, dann staunen die sich nämlich irgendwo an. Und das ist dann echt schlimm, wenn irgendwie die Hälfte der Liga nur aus der Zweitbelegung von irgendwelchen Mannschaften besteht. Das finde ich echt scheiße. Naja. It is like it is. Und ich kann leider nichts dran ändern. Genau, also Dusan Vlahovic wechselt, ich glaube, diesen Winter jetzt noch zu Juventus für 70 Millionen Euro am Geburtstag, wurde das, also das war auch heute sein Geburtstag, bekannt gegeben. Richtig, das ist doch schön. Bundesliga, ich weiß jetzt nur, das glaube ich Turanariga, Innenverteidiger von Hertha, ich weiß nicht, wie man den richtig genau ausspricht. Könnt ihr mir gerne sagen, wenn ich den falsch ausspreche.
Turonariga. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, wie er geschrieben wird. Also ich habe das jetzt nur so vom Hören im Kopf. Ich könnte mir das jetzt nirgends ableiten. Aber auf jeden Fall, ich hoffe, ihr wisst, wen ich meine. Den hat man, glaube ich, verliehen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wohin. In welchem Verein hat man den denn verliehen? Aber auf jeden Fall hat man ihn verliehen und dafür halt auch Marc-Oliver Kempfgut von Stuttgart, der ja eigentlich schon im Sommer kommen sollte und auch wollte, aber Stuttgart hat das so gehalten. Das hat jetzt nur eine halbe Million gekostet, weil sein Vertrag ja auch ausgelaufen wäre, glaube ich, im Sommer. Richtig. Und wahrscheinlich so Kessier wird wahrscheinlich nicht diesen Winter noch wechseln, sondern im Sommer. Also so Spieler, bei denen die Verträge noch auslaufen. Christensen, denke ich, wird zu Bayern gehen, weil Sylea geht. Rüdiger würde ich denken, der verlängert noch bei Chelsea. Emma Peter läuft ja auch der Vertrag aus. Der geht sicherlich zu Real. Ich weiß das Ganze, also ich weiß einfach ein paar aus dem Kopf, bei denen die Verträge auslaufen, bei guten Spielern. Aber ich habe auch so eine Liste gesehen mit den besten Spielern, bei denen die Verträge im Sommer auslaufen. Deshalb weiß ich, weil das bei vielen Leuten, die Verträge auslaufen, ich glaube auch bei Brozovic, ich weiß nicht, wie vielen Leuten der was sagt, der spielt bei Inter Mailand. Aber ich glaube, der hat sogar verlängert, glaube ich. Das ist aber noch nicht so lange her. Naja. Mal sehen, wer der Süle-Nachfolger wird bei den Bayern und wer der Gladbach-Nachfolger wird auf dem Sportdirektorposten. Ich sehe eigentlich gerade, soll jemand live sein? Hat jemand was reingeschrieben? Nein. Ach ja, genau, es sind ja öfters auch Leute dabei, die schreiben bloß leider nichts rein. Oder dürfen nichts reinschreiben, keine Ahnung. Aber ich glaube, du musst nicht irgendwie bei Twitch registriert oder angemeldet sein, um es reinschreiben zu können. Das darfst du, glaube ich, auch so. Oder es ist irgendwie hat damit zu tun, dass, keine Ahnung, dass mein Stream so instabil ist, keine Ahnung. Also die Benachrichtigung habe ich noch nicht bekommen. Und wenn ich nachher sehe, okay, der Stream ging 38 Minuten und 7 Sekunden, der wird ja in meiner Galerie gespeichert. Und ich sehe, auf Twitch ging der auch so lange, dann weiß ich, dass es eigentlich keine Probleme gab. Also man kann eigentlich was reinschreiben, also bitte schreibt mal was rein. Ich wünschte mir, dass all die Leute, die den Stream geschaut haben auf YouTube damals, den FIFA Mobile Stream, also da waren 13 Leute dabei, dass die alle wüssten, wünschte ich mir, dass ich auf Twitch streame, dass ich die irgendwie benachrichtigen könnte, keine Ahnung. Weil die sich vielleicht fragen, wann der wieder streamt, weil die wahrscheinlich nur kurz wegen des Streams auf mich gestoßen sind und jetzt denken, okay, der streamt halt nicht mehr, weil die keine Videos von mir schauen. Aber das würde ich schon gern wissen, dass sie es wenigstens, also ich würde gerne schon wollen, dass sie es wenigstens wissen und dann selber entscheiden können, ob sie mal vorbeischauen. Ich glaube, Konsti folgt mir, glaube ich, noch gar nicht, ne? Sollte er ja mal machen, er hat ja schon mal zugeschaut. Sollte mir mal langsam folgen, ne? Nein, soll er machen, wie er will. Xtoprak natürlich auch. Können machen, was sie wollen. Sind ja, ich weiß jetzt nicht, wie bei Xtoprak ist. Ich wollte jetzt sagen, sind ja erwachsene Menschen, die können machen, was sie wollen. Obwohl Toprak hat ja gesagt, er geht noch zur Schule. Aber ja, gut, wenn er 12. Klasse ist, dann ist er ja im Prinzip auch erwachsen. Ich weiß es ja nicht. Es interessiert mich eigentlich auch überhaupt nicht. Mich interessiert nur, dass er immer nett und freundlich ist und keine komischen Sachen in die Kommentare schreibt, sondern halt wirklich irgendwie das Video bewertet. Das freut mich. Ich bin relativ froh, dass ich wenig solcher Kommentare von Leuten habe, die, keine Ahnung, irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll, ich will jetzt auch keine Leute irgendwie verärgern, aber jeder kennt doch so die typischen 13-Jährigen. Ich habe also noch keinen Kommentar gefunden, wo die sagen, spiel mal Fortnite zum Beispiel, sowas in der Richtung. Ich habe bisher eigentlich nur meistens Leute gefunden in den Kommentaren, die eigentlich sinnvolle Sachen schreiben. Ihr habt das wahrscheinlich eigentlich gesehen. Ich habe eigentlich nach links gezogen, aber Alaba dachte sich wahrscheinlich gerade, es wäre doch lustiger, nach rechts zu schießen. Deshalb ist er auch gerade stehen geblieben. By the way, warum schießt Alaba die Elfmeter? Man kann das ja einstellen. Ja, ich glaube, man kann das sogar einstellen, oder? Wer die schießt, ne? Das haben die immer mal am Anfang gesagt, aber dann, ich habe nur darauf geachtet, weil die haben mich gezwungen, dass ich automatisch Aufstellung machen soll nach die beste Gesamtstärke. Und da hat er mir einfach so den Jones, den Innenverteidiger, auf den rechten Flügel gepackt. Und da war ich halt gerade so wütend und habe gar nicht beachtet, was mir der MAP da gerade gesagt hat, der das Tutorial macht. Und habe ihn ganz schnell weggeklickt. Und da war wirklich, dass man bestimmt konverso Elfmeter und so schießt. Also Alaba schießt wahrscheinlich immer in die entgegengesetzte Richtung. Wahrscheinlich war es einfach nur ein Fehler im Spiel, keine Ahnung.
Es interessiert mich auch nicht, weil er reingeht. Kann er gerne immer so machen. Wenn der Elfmeter dann immer reingeht, juckt es mich relativ wenig. Südafrika Cup, muss ich mal kurz erwähnen. Da sind irgendwie auch ein paar Überraschungen dabei. Ich weiß nicht, wie viele sich mit Afrika auseinandersetzen. Ich finde es besonders cool eigentlich, weil es gibt da einige starke Spieler, die man natürlich auch in Europa kennt. Also die besten Beispiele sind jetzt wahrscheinlich Mané und Salah. Da gibt es auch noch viel mehr, die ich auch kenne, die einfach so international erfahren sind. Und auch einige Talente. Zum Beispiel bei Senegal habe ich ja erwähnt, 19-Jähriger bei Metz. Ich kenne jetzt seinen Namen nicht, zentrales Mittelfeld, aber ich weiß, er hat 20 Millionen Euro Marktwert. Also der wird schon ein bisschen was drauf haben. Der hat ja nicht ohne Grund 20 Millionen Marktwert, obwohl das heutzutage nicht so viel ist, aber für einen 19-Jährigen, der bei Metz spielt, das sollte doch schon heißen, dass er wenigstens Stammspieler ist und halbwegs gute Leistung zeigt. Gut. Ja, und da sind einige raus. Also was ich ganz krass fand, dass Algerien, der Titelverteidiger, raus ist in der Gruppe. Und die hatten sogar noch die leichteste Gruppe. Weil man muss sagen, man hatte immer so zwei Favoriten auf jeden Fall drin. Aber die anderen zwei, die da noch drin waren, die waren eigentlich das Schlechteste, was es so bei dem Afrika Cup gab. Es sind ja 24 Teilnehmer und ich würde so sagen, Algerien und wer war noch drin? Ich glaube Elfenbeinküste, waren so die Top 5 von den 24 Teilnehmern. Und die anderen beiden waren auf jeden Fall von Platz 21 bis 24 unter den Teilnehmern. Also da waren wirklich vier der schlechtesten dabei. Und ich weiß, ich glaube Äquatorialguinea. Und die haben es sogar jetzt ins Viertelfinale geschafft, weil die mussten halt nicht gegen so einen der besseren Clubs von besseren Länder von Afrika antreten, sondern nur in Anführungszeichen gegen Mali. Obwohl Mali, vom Marktwert her natürlich, ne? Schon jetzt eigentlich zu diesen Top-Nationen zählt, weil die haben jetzt auch schon Kamerun und Ghana, was das angeht, überholt. Aber das ist erst relativ kurzfristig und es kann ja auch sein, dass nur einer der Spieler einen hohen Marktwert hat. Und ich glaube, die haben auch eine relativ junge Mannschaft noch. Aber auch Äquatorial Guinea hat eine relativ junge Mannschaft. Und die haben es einfach geschafft, einfach ins Elfmeterschießen zu kommen und sind dann jetzt ins Viertelfinale eingezogen. So, natürlich eine weitere Überraschung war, dass Ghana ausgeschieden ist. Ist ja so eins der Afrika-Länder, das eigentlich relativ gut war, früher eins der besten sogar. Die haben ja eigentlich, hätten eigentlich WM 2010 ins Halbfinale kommen müssen. Und deshalb mag ich eigentlich, ich kann dem irgendwie nicht verzeihen. Suarez, kennt ihr alle? Suarez, so spricht man richtig aus. Schon mal, weil er gerne mal seine Gegenspieler beißt. Und einfach weil es stand, glaube, es war Verlängerung, es stand 1:1. Viertelfinale, wir haben 2010 Ghana gegen Uruguay. Einer der, ich glaube, der beste Stürmer damals von Ghana, der auch damals immer die Elfmeter geschossen hat, schießt. Der Ball wäre reingegangen, aber Suarez macht einfach den Torwart, die rote Karte, Elfmeter. Der geht an die Latte. Man rettet sich ins Elfmeterschießen und Uruguay gewinnt dann im Elfmeterschießen. Das war so unfair. Ey, Ghana hätte es ins Halbfinale geschafft. Wäre dann Uruguay ist auf die Niederlande getroffen. Die hätten dann vielleicht sogar verloren, ja, okay. Aber sie hätten im Spielplatz 3 halt dann gegen Deutschland gespielt. Weil Deutschland hat ihr dann auch verloren. Das wäre so krass gewesen. Und sie hätten halt, wie gesagt, im Halbfinale dann die Chance aufs Finale gehabt. Und dort sehr wahrscheinlich Platz 3. Und das hätte ich dir so gegönnt. Und jetzt sind die halt so ziemlich abgestürzt. Kamerun auch ein bisschen, aber die haben den Aboubakar, der spielt, der hat 6 Tore geschossen. Der ist der Torschütze, des Top-Torschütze des Cups, Afrika Cups. Kein Mané und kein Salah. Mané, sorry, hat bisher zweimal getroffen. Beim 1-0-Sieg, beim ersten Spieltag über, ich weiß gar nicht, gegen wen sie gewonnen haben, war halt 90 plus 7 Elfmeter, das sagt schon alles. Die anderen beiden krummen Spiele gingen 0-0 aus. Und im Achtelfinale beim 2-0-Sieg hat er auch einmal getroffen. Also der hätte gar nicht mehr treffen können, also dreimal treffen können. Aboubakar hat 6-mal getroffen für Kamerun und der spielt eigentlich in Katar. Bei Al-Sadd Doha, nee, was war Al-Sadd Doha? Ich bin mir unsicher. Nee, eigentlich nicht bei Al-Sadd Doha. Aber auf jeden Fall in Katar, bei der ist noch nicht so lange da. Der hat sehr lange für FC Porto gespielt und wer beim FC Porto Stammstürmer ist, ist eigentlich ein guter Stürmer. Von daher auch ganz gut und das reicht auch gegen solche Länder wie zum Beispiel eigentlich die Komoren oder was haben wir noch? Zentralafrikanische Republik oder was da alles so spielt, Burkina Faso und sowas, Gabun, Gambia, gegen sowas sollte das reichen, Aboubakar.
oder Abukar oder Abubakar, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Oder wie man ihn schreibt, ich weiß jetzt nicht, das wäre jetzt eine Silbe mehr. Ist egal. Wer ihn kennt, der kennt ihn halt, wer nicht, der halt nicht. Genau, so, und Ghana ist halt auch ausgeschieden als Vierter. Als Dritter kannst du nämlich sogar noch weiterkommen. Also es ist wie bei der EM, die vier besten drinnen kommen weiter. Und dass da so zwei Top-Favoriten ausscheiden, ist extrem krass eigentlich. So, und Ghana, also was heißt Top-Favoriten? Ja, unter den Top-Favoriten, ne? Ghana hat halt gegen die Komoren verloren. Wer kennt denn bitte die Komoren? Die Komoren muss ich mal ganz kurz überlegen. Ich glaube, das ist sogar nur so eine Insel. Ja, das ist nur eine Insel. In der Inselkette liegt da ungefähr bei Madagaskar. So ähnlich wie die Kapverden und so. Also das ist so eine Mini-Inselgruppe. Und Ghana eigentlich, ja, 2010, ne? Ist der besten, das beste, wenn eigentlich das beste damals, Land Afrika. Und die haben ja eigentlich Kevin Prince Boateng, aber der spielt halt nicht mehr. Und jetzt fällt mir persönlich nur, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, der spielt bei Crystal Palace. AYEW. Der spielt bei, also habe ich ihn buchstabiert, ich weiß nicht, überhaupt nicht, wie man ausspricht, aber der spielt bei Crystal Palace schon eine größere Rolle, ist aber auch halt schon 30 oder so. Und ein anderer, ein Namensvetter, der bei Swansea City viel gespielt hat, also auch Premier League, der spielt jetzt mittlerweile in Katar. Aber sonst kenne ich da, glaube ich, keinen. Ich habe mal nachgeschaut, die Spieler, der Stammtorwart dort spielt, vierte englische Liga. Also das sagt schon alles. Die sind leider nicht mehr so gut. So, und im Achtelfinale, da sind auch zwei gute Länder raus, Elfenbeinküste, Nigeria. Die haben nämlich 1-0 gegen Tunesien verloren. Obwohl Tunesien als, zumindest WM 2018 dabei waren, also auch eines der besten Afrika-Länder. Für mich sage ich immer so die Top 9. Und dann nehme ich die 9 Länder, die bei der WM 14 und 18 dabei waren. Da war nämlich nur ein Land bei beiden dabei, nämlich Nigeria. 2014 mit zusätzlich Kamerun, Ghana, Algerien und Elfenbeinküste dabei. Und 2018 war zu Nigeria, Senegal, Ägypten, Marokko und Tunesien, das ist so meine Top 9, obwohl ich Tunesien eigentlich da rauszähle, weil das war irgendwie ein kleiner Glücksfall, weil die haben eigentlich nicht so viele gute. Ja, also jetzt unbedingt nicht, doch nicht ein Glücksfall. Also Tunesien ist eher so ein Team, das nicht so einen krassen Star hat, sondern mehrere, die so auf einem Niveau sind, so mehrere mit 100.000er Mark werden, sag ich jetzt mal so, damit ihr es versteht. Da gibt es keinen Sadio Mané und dem Rest ist halt nichts, obwohl das beim Senegal ja nicht zutrifft. Die haben echt gute Leute dort. Und wir haben 2014 Wartler, aber da überhaupt noch gar nichts. Also wenn ich jetzt an den Spieler, die jetzt da sehr gut sind im Senegal, 2014 denke, waren die natürlich noch viel jünger, ne? Aber keiner von denen war damals ein Top bei einem Top-Club. Und der Senegal war 2014 wahrscheinlich kein so starkes Land aus Afrika. Genau, und das ist so eigentlich meine Top 9, obwohl ich Tunesien, wie gesagt, ein bisschen rausnehme eigentlich. Also eher so eine Top 8. So, und trotzdem ist es okay, Nigeria verliert gegen Tunesien, obwohl Nigeria auch relativ stark ist. Und auch Elfenbeinküste, auch wenn die WM 2018 nicht dabei waren, aber so Elfenbeinküste ist eigentlich extrem stark, auch mit Alea zum Beispiel. Also die haben ja richtig starke Stürmer, ne? Und genau, also einmal ist Nigeria raus im Achtelfinale und das andere, das ist ein Top-Duell passiert. Ups, ja doch, Elfenbeinküste ist glaube ich sogar raus, ne? Das kann sein. Ich glaube, die haben 1-0 gegen Ägypten verloren. Ich glaube, Elfenbeinküste ist raus. Ne? Genau, und da sind noch 5 von diesen Top 9 übrig. Eigentlich 4 von Top 4. Weil Tunesien, habe ich ja gesagt, nehme ich da immer so ein bisschen jetzt mit raus. Nämlich Marokko ist noch drin, Senegal ist noch drin, Kamerun und Ägypten. So. Und dann halt noch 3 andere. Unter anderem Äquatorial-Guinea, die im Elfmeterschießen gegen Mali gewonnen haben. Dann Gambia hat im Elfmeterschießen gegen Burkina Faso gewonnen. Und Gabun hat gegen irgendein Land verloren, aber ich habe vergessen, welches das war. Müsste ich mich versuchen, dran zu erinnern. Keine Ahnung. Wer könnte denn noch dabei gewesen sein? Ja. Ich habe eigentlich genau gesagt, keine Ahnung. Irgendwie eine Guinea oder so war auch schon raus, glaube ich. Der Kongo war, glaube ich, gar nicht erst dabei, der große Kongo eigentlich. Und Südafrika war zu meiner Überraschung auch gar nicht dabei. Also Südafrika und der große Kongo sind eigentlich auch relativ gute Länder, so, die halt nach dieser Top 9 kommen. Dafür war halt sowas dabei wie der Sudan. Und Sudan hat jetzt so einen Marktwert von 2,8 Millionen vom gesamten Kader.
Und es sind ja im Kader 20 bis 30 Spieler. Ja, ich weiß nicht, vielleicht Uganda oder so. Nee, Uganda war glaube ich auch nicht dabei, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wer der Achte im Viertelfinale war. Ist auch egal. So, und es gab schon viele verschiedene Gewinner. Ägypten hat den Afrika-Cup schon mal gewonnen. Tunesien hat ihn schon mal gewonnen. Nigeria hat ihn auch schon mal gewonnen. Elfenbeinküste und Ghana. Aber wer ihn noch nicht gewonnen hat, ist, und die noch dabei sind, also von den Top-Nationen, würde ich jetzt mal sagen, ist nämlich Marokko und der Senegal. Marokko und Senegal. Richtig. Und denen würde ich dann eigentlich im Prinzip auch gönnen. Genau. Marokko und Senegal, richtig. So, wer war noch dabei? Algerien hat den auch, wie gesagt, ja auch schon mal gewonnen. Die habe ich jetzt nicht aufgezählt. Also Algerien, Tunesien, Ägypten hat ihn in der Zeit 3 oder 4 Mal hintereinander gewonnen. Aber das ist auch schon länger her. Obwohl es den auch erst seit 1990er Jahren gibt. Also ja, Tunesien, Ägypten, Algerien hat ihn schon mal gewonnen. Elfenbeinküste, Kamerun und Nigeria. Also 6 Stück. Obwohl der 7., ich glaube Ghana hat ihn auch schon gewonnen. Genau, und dann halt noch die anderen 2. Obwohl ich glaube einer von Elfenbeinküste und Nigeria hat ihn glaube ich nicht gewonnen. Ich glaube Nigeria, aber die sind ja sowieso schon raus. Ich bin mir unsicher, kann sein, dass Nigeria ihn auch schon gewonnen hat. Aber Tunesien auf jeden Fall, Ägypten auf jeden Fall, Algerien auf jeden Fall, Kamerun auch auf jeden Fall. Und zwischen Elfenbeinküste und Nigeria schwanke ich ein bisschen. Ich glaube Elfenbeinküste auch, aber Nigeria weiß ich gerade nicht so genau. Nigeria bin ich ein bisschen unsicher. Genau. Und Ghana natürlich auch auf jeden Fall, das weiß ich auch. Genau, und dann wären halt noch die 3 schwächeren Nationen, Gambia dabei, Äquatorial Guinea und die 3. habe ich vergessen. Den würde ich wahrscheinlich sogar am meisten gönnen. So, wir haben das hier chillig gewonnen. Oh ja. Richtig, bei Onana läuft eigentlich der Vertrag auch noch aus, beim Ajax-Keeper, der ja irgendwie ein Jahr gesperrt wurde, weil er angeblich gedopt hat. Also, da war was drin, aber er hat gesagt, irgendwie, das war in irgendwas drin, was ihm sein Arzt verschrieben hat, irgendwie sowas, was aber eigentlich beim Doping-Test erkannt wurde und deshalb wurde er für ein Jahr gesperrt. Ich weiß jetzt nicht, ob das gerecht war, aber er ist halt bei Ajax ein bisschen raus, obwohl er immer noch ein starker Keeper ist und da bindet sich Inter Mailand jetzt so ein bisschen ein. Inter Mailand hat er jetzt auch Gosens verpflichtet, also geliehen und im nächsten, ich habe gleichzeitig gelesen, Kaufpflicht und Kaufoption, aber ich glaube, es war eine Kaufoption für 27 Millionen an dem Sommer. Und Dybala kommt höchstwahrscheinlich, bei dem läuft ja auch der Vertrag aus. Also die holen sich jetzt vor allem ablösefreie Spieler. Haben wohl doch jetzt ein bisschen Geld, weil die kosten ja sicher auch einiges an Gehalt. Wenn jetzt zum Beispiel auch Onana kommt, na gut, dann wird Handanovic wahrscheinlich als Torwart gehen. Und Perisic wird wahrscheinlich auch gehen, weil Perisic ist auch jetzt relativ alt. Und man hat ja auch noch ein paar unter Vertrag, die wahrscheinlich gehen werden im zentralen Mittelfeld zum Beispiel. Wie Vidal. Obwohl ich weiß gar nicht, wie viel der jetzt spielt. Aber zum Beispiel Sanchez will man immer noch loswerden, den Chilen, der verdient glaube ich auch irgendwie 20 Millionen mehr oder so. Also wenn man den los ist, dann hat man wahrscheinlich sogar noch niedrigere Gehaltszahlungen als vorher und hat aber trotzdem den Gosens, den Dybala. Also das ist richtig krass, was man da eigentlich für eine Elf hat. Naja, die machen es eigentlich sogar richtig gut. Naja, gefällt mir jetzt nicht so, dass sie es so gut machen, weil, wie gesagt, gehören zu 100% einem chinesischen Dings, ne? Konzern und China um Menschenrechte ist so eine Sache, ne? So, links außen habe ich Pulisic schon, Doku wäre halt Frankreich. Ich würde mal warten, bis hier ein Premier League Spieler ist und natürlich nur 5 Tage, weil das Event geht nur noch 5 Tage, glaube ich. Und genau, und dann würde ich halt so lange werden. Bis dahin gebe ich halt höchstens so viel aus, bis ich noch 24 habe, weil 24 sind das alles insgesamt. Das buddha ich jetzt erstmal 7 rein. Ich fange jetzt mal in der Mitte an. Komplett so in der Mitte, mache diese 6 Dinger, die so in der Mitte sind. Genau. Auch wäre schön, wenn jemand mal was reinschreiben könnte. Es wäre schon scheiße, wenn jemand ganz etwas reinschreibt, aber es wird halt nie angezeigt. Weil das glaube ich nicht. Habe ich das ausgestellt? Muss ich das erst einstellen, nicht Dulli? Nee. Obwohl,
Vielleicht ist es beim Du-Recorder so, obwohl, müsste ich nicht. Da konntest du ja zumindest bei einem Teststream die ganze was reingeschrieben. Das habe ich gesehen. Das war mit der Twitch-App. Also zur Not würde ich dann vielleicht sogar wieder mit der Twitch-App streamen. Dann müsste ich aber über meinem PC das Ganze auf YouTube hochladen. Da habe ich jetzt auch keine Lust drauf. Eigentlich. Naja, mal sehen. Komm mal hier noch hinten. So, und dann sparen wir. So, Boni, wie viel habe ich denn eigentlich? Nicht viel. Ich brauche hier ein bisschen was. 270, es wäre so geil, wenn ich das noch vor Ablauf bekomme. Also nachher kann ich ihn ja sowieso nicht mehr bekommen. So, häufig. Ach, man kann sich ja. Warte, empfohlen. Hier kostet FIFA Points. Ich schau mir alles nochmal nach. Hier kostet auch alles FIFA Points, hier kostet Geld. Genau. Das würde hier Dings kosten. Ein Team of the Week Spieler. Ah, das sind die. Würde mir. Gibt es da einen Engländer? Nee, gibt's keinen. Nee. Schade. Schade, schade. So. Hier könnte ich mir. Ah, für ein Training switchen. Das könnte ich mir holen. Okay, das Einzige, was ich mir dafür holen könnte, ich müsste mal schauen. Wer ist das? Von Real Madrid, rechtes Mittelfeld. Oh, das müssen wir uns im Auge behalten. Ich will jetzt so gerne den Titel ändern, ich weiß aber nicht, wie man den Titel ändern kann. Wie viele C-Tokens bekommt man? Hier bekommt man 2. Also nicht so viel. Wie viele Grundlagenpunkte bekommt man? 50, ist auch nicht so viel. 50, das zweite Mal, also halt dann 100, ne? Ist ja klar, das wären halt 500 bis 1000 sogar. Naja, Team of the Week, könnte man sich auch was gönnen. Da habe ich noch keinen Punkt von. Alle Packs, gratis ist momentan nicht verfügbar. Ressourcen. Kostet, könnte man Gems sich holen, 100.000 Münzen könnte man sich holen, Spezialsachen, Hackenshop und sowas, Flare Rainbow hat wahrscheinlich, das hat glaube ich Konst, also wo das, wo du wahrscheinlich den Ball über dich so, ne, Ball so zwischen die Füße und dann über dich, dass der halt über dir überfliegt, das sieht schon aus wie ein Regenbogen, würde ich sagen, das könnte passen. Ja, man kann die Hütchens nirgends sonst einsetzen, deshalb würde ich mal sagen, machen wir das bei häufig. Jo. Ich würde jetzt gerne den Titel umbenennen, irgendwie bekommen, einen richtig krassen Realspieler oder sowas. Ich weiß jetzt gerade nicht, welcher es ist. Rechtes Mittelfeld. Er ist ein rechtes Mittelfeld. Ziel zum Freischalten. Ziele zum Freischalten. Fortschritte nach Aufwärmangebot 1. Was voll der von mir? Aha. Warum wurde es jetzt nicht freigeschaltet? Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Also, wenn ich das jetzt ziehe, bekomme ich entweder weiter, erziele Fortschritte zum nächsten Aufwärmangebot. Ach, muss ich eins davon noch bekommen, damit ich das hier freischalte? Erziele zum Freischalten Fortschritte nach Aufwärmen. Okay, machen wir das nochmal. Ich kann ja sowieso nichts für nichts anderes ausgeben. Neustart. Geht's jetzt? Nee. Okay, dann brauche ich nochmal weiter. Geht's jetzt weiter? Ja. Oh, weiter. Ah. Ich brauche weiter einmal, ne? Das ist schön. Okay. Ich brauche immer weiter, okay.
Neustadt ist nicht schön. Scheiße, Neustadt heißt. Ich will mich so verarschen. Naja, für nichts anderes. Ich kann es ja für nichts anderes ausgeben, ne? Ach du Scheiße. Neustadt ist ja so ätzend. Ja, dann werde ich gar nicht zu ihm kommen, ne? Wer ist denn das? Rodrigo rechtes Mittelfeld. Ich hätte es eher rechter Flügel gedacht, ne? Naja. So, übrigens in Eikenwege bin ich jetzt auf ein Hindernis gestoßen. Ich kann nicht mehr weitermachen. Haupt sind nur Quests. Machen wir einfach weiter hier. Wie spät ist es denn? 21.11, ja. Easy. Mal Ligatur fertig. So. Ich denke nicht, dass jemand kommt. Mann, ich würde so gerne wieder streamen können. Das sage ich jetzt so zum tausendsten Mal, aber es stimmt halt. Das ist pure Realität. Weil da sicher jemand irgendwie mal wenigstens zufällig drauf kommen wird und mal was reinschreibt. Meine Fresse, ne? Gut, kann auch sein, dass alle FIFA Mobile Zuschauer momentan bei Konsti sind, weil der hat 19:59 Uhr auch angefangen zu streamen. Mal schauen, ob der überhaupt noch streamt, weiß ich gerade gar nicht. Ist sicher sehr enttäuscht von mir. Ich habe übrigens neulich, das war neulich, ja, irgendwann mal gespielt gegen ihn, 1 gegen 1 und hat er 1-0 gewonnen. Genau. Da war ich sehr stolz auf mich. Ich habe eigentlich nur verteidigt und keinen Schuss aufs Tor bekommen. Aber er hat eigentlich auch kaum aufs Tor geschossen. Weil wenn er das gemacht hätte, hätte er ja Tore geschossen. Weil das für ihn ja ein bisschen leichter ist, Tore zu schießen als für mich. Weil er erstens besser spielen kann und zweitens sehr bessere Spieler hat. Er hatte damals eine Gesamtstärke von 93, ich von 83. 83 habe ich immer noch. Aber, naja. It is like it is. Und wenn mir halt jemand zuschaut und das so ein wirklicher Zuschauer ist, der einfach nur nichts schreiben will, dann bin ich auch stolz auf dich. Also Grüße gehen raus an dich, dass du trotzdem eine Stunde meine Streams schaust, auch wenn du nichts reinschreibst. Falls du kein Bot bist, dann ist doch alles trotzdem schön. Naja. Mal sehen, ich habe glaube 3 oder 4 Follower. Ich weiß gar nicht, obwohl Konsti. Also, entweder Konsti und X-Talkbox sind mir noch nicht gefolgt. Also, ich hätte dann, wenn die beiden mir gefolgt, folgen 5 oder 6 Follower, glaube ich. Ich weiß nicht, ich glaube, es kann sogar sein, dass Konsti mir schon folgt. Müsst du doch sehen, dass ich streame. Oder wirst du da nur benachrichtigt, wenn ich mit der Twitch-App streame? Das kann natürlich auch, natürlich durchaus sein. Weil dieser Text wird wahrscheinlich auch nur angezeigt. Ich weiß es nicht. Obwohl, nee, Konsti streamt ja auch mit der Omnidark-Card-App. Und mir wird auch angezeigt, Konsti ist live. Genau. Und ich kann auch einstellen bei Omnidark-Card die Begrüßungsbotschaft, wenn Leute Benachrichtigungen bekommen, ob da noch was dazu steht. Das kann ich bei Omnidark-Card einstellen, also das geht auch. Also bei YouTube, ich weiß nicht, wie es bei YouTube ist. Ich glaube, das steht nur da, wenn jemand live ist. Da kannst du nicht so einen kleinen Text drunter schreiben. Bei mir steht nämlich zum Beispiel, die Mango ist live. Wer das verpasst, ist selber schuld. Sowas. Das seht ihr ja auch unten. Ich habe ja wieder dieses Dings drinne. Dieses Overlay. Screen Overlay. Da ich wieder auf 720 Pixel gegangen bin. Beim Stream, damit es wahrscheinlich ein bisschen flüssiger läuft. Auch wenn es scheiße aussieht. Aber 1080, da wäre halt unten rechts noch das Wasserzeichen von Omelette Arcade. Mit Twitch kann ich übrigens nur auf 720 streamen und gar nicht besser. Und da ist es bei mir sogar schon mal abgebrochen. Es ist halt so, dass ich halt nicht das so komplett voll haben wollte. Wenn ich 1080 halt streame mit Pixeln, dann hätte ich höchstens gerne noch die Cam vielleicht. Aber nicht mehr. Weil dann wird das zu voll und zu wenig Spiel wird gezeigt im Spiel. Falcao spielt übrigens bei Rayo Vallecano. Oder Vallecano, ist ja Spanisch. Ich glaube ein Vorort von Madrid, wenn ich mich nicht irre. Haaland schießt hier seine wunderbaren Tore. Ich glaube, diese Ränge da unten, das sind die neuen Level. Nämlich, da steht auch mal, dass er das. Da steht nämlich auch immer da, dass er sich in das und das verbessert hat. In dem und das und jenes. Ich müsste mal langsam meine Spieler verkaufen. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch mache. Weil eigentlich wollte ich ein bisschen so Ligatur vielleicht fertig spielen oder so. Ich weiß es doch auch nicht. Schaut ihr keiner zu. Kann ich das ja auch in einem Video machen, mal alle verkaufen. Also alle, die nicht in meiner Startelf stehen und auf der Bank sitzen. Bank müsste ich eigentlich, ne, die habe ich nur strukturiert schon mal. Muss mal schauen. Jo. Dann wechseln wir mal unsere Top-Männer ein. Also wir können nur Elite-Spieler einwechseln, das ist schon mal ein Vorteil.
können. Also wir können es theoretisch so machen, dass wir Dreierwechsel machen und dann trotzdem Elite-Spieler reinkommen. Und es sich nicht so sonderlich sehr verschlechtert, das Team eigentlich. Wir klatschen alle ab. Es sah halt so lustig aus, Sanchez ist so klein und normalerweise, dann schlägt ihm Haaland so auf die Schulter, weil der einfach viel zu klein ist, Sanchez. Die anderen haben sich so ein bisschen so die Hand gegeben, aber so Haaland ist einfach so ein Kopf größer und der will den eigentlich so abklatschen. Am Kopf wahrscheinlich, haben das auch ein paar Grad gemacht, habt ihr vielleicht gesehen in dieser Szene, aber weil einfach Sanchez so klein ist, macht er es einfach an der Schulter. Der ist glaube ich so 1,70 und dann Haaland ist sicher 1,90 oder so, oder fast 1,90 oder ein bisschen über 1,90. Keine Ahnung. So, Lorenzo Insigne, der 1,63 Mann, wechselt ja leider zum FC Toronto nach Kanada im Sommer und das Lustige ist halt, da ist die MLS ja schon zur Hälfte rum. Die fangen ja Februar an. Wieder. Der 9. Die Club-WM müsste ja eigentlich auch bald sein. Also der Champions League-Sieger in einem Turnier gegen den Champions League-Sieger von Nord-Mittelamerika und Karibik, gegen den Champions League-Sieger von Südamerika, gegen den Champions League-Sieger von Afrika, gegen den Champions League-Sieger von Asien, Champions League-Sieger von Ozeanien und den Meister des Austragungslandes. Das sind also 7. Und das ist halt so, dass der Meister des Austragungslandes, das dieses Jahr eigentlich Japan sein sollte, aber weil halt dort man schlau ist und wegen Corona es nicht veranstalten will, wird es in die Vereinigten Arabischen Emirate verlegt und da ist immer ein Vorqualifikationsspiel. Der Meister dort spielt gegen den Champions League-Sieger aus Ozeanien, da aber Neuseeländer auch sehr schlau sind und eigentlich gute Politik machen, was auch immer. Und eigentlich auch gut mit Corona umgehen, sind die gar nicht erst angetreten, deshalb fällt dieses Qualifikationsspiel weg. Deshalb sind es nur 6 Mannschaften und da spielen halt der Meister aus Vereinigten Arabischen Emirate gegen die Champions League-Sieger, ich weiß jetzt, sagen wir mal, von Asien und der Champions League-Sieger von Nordmittelamerika, also Karibik kann man eigentlich rausnehmen, wird niemals jemand Champions League-Sieger, gegen den von Afrika. So, und die Sieger spielen dann im Halbfinale gegen die dort schon vorqualifizierten Champions League-Sieger Europa und Champions League Sieger Südamerika. Also das heißt nicht Champions League Südamerika, wirklich der Pokal, die heißt. Das heißt dort Copa America, nee, nicht Copa America. Copa America ist das Gegenstück zur EM. Nee, das ist dort Copa Libertadores. Nord- und Mittelamerika, weiß ich gerade nicht, wie es heißt. Was ist denn dort? Weiß ich gerade nicht. Asien heißt es AFC Champions League. Also bei uns heißt es ja UEFA Champions League, AFC Champions League, also das ist schon das Gleiche. Dann in Afrika CAF, das ist auch der Verband Champions League. Ja, da heißt es wahrscheinlich in USA ich weiß nicht, war es CONMEBOL oder CONCAF? Ich glaube CONCAF. CONCAF Champions League, wahrscheinlich heißt es da einfach. Und in Ozeanien UFC Champions League. Aber in Brasilien hat es einen anderen Namen, da heißt es halt Copa Libertadores. So, genau. Und bei vielen ist es, die spielen da übers Jahr hinaus. Die spielen jetzt das Jahr 2021 und nicht 2021, so in Saisons. Deshalb ist der Champions League-Sieger aus den USA, ich glaube, es war ein mexikanischer Club, ich glaube CF America, auch Champions League-Sieger geworden im Dezember 2021. Also, wenn der Club WM ist, dann fängt dort eigentlich schon die neue Champions League-Saison an. Copa Libertadores hat das geholt. Ja. Das war, glaube ich, Palmeiras, also aus Brasilien. Bei uns ja Chelsea. In Afrika, da ist es auch über ein Jahr gestreckt. Da ist es Al-Ahli Kairo. Zum zweiten Mal hintereinander. Also der Dauermeister eigentlich aus Ägypten. Letztes Jahr übrigens nicht Meister geworden. Dieses Jahr sieht es aber wieder gut aus. In Asien war es, ich glaube, Al-Hilal. Das ist so eigentlich der beste Club aus Saudi-Arabien. Eigentlich auch Dauermeister in Saudi-Arabien. Dieses Jahr aber nicht. Da ist eigentlich dieser Club gut, wo der von Bochum hingewechselt ist. Zul schießt der, glaube ich. Das ist ein Österreicher. Ich weiß gar nicht, ob der dahin gewechselt ist. Es gibt nämlich viele Clubs mit Al-Ittihad-Namen, heißt der Club, Ittihad oder so, die nicht nur in Saudi-Arabien spielen, sondern auch in Katar und Vereinigten Arabischen Emiraten. Es kann sein, dass er gar nicht zu dem saudi-arabischen Club gewechselt ist, aber der hat auf jeden Fall den gleichen Namen. Weil es ist auch egal, also Al-Hilal ist dort Champions League-Sieger, Al-Ahli Kairo, Palmeiras. Und dann haben wir CF America, glaube ich. Genau, und Ozeanien ist eigentlich unwichtig, da die Champions League erst gar nicht ausgetragen wurde. Und da hätte man eigentlich jetzt die Meister nehmen können dieses Jahr. Ich weiß gar nicht, ob die Meisterschaft überhaupt dann ausgetragen wurde.
Aber dann hätte man auch den Champions League-Sieger vom letzten Mal nehmen können und das so, aber die wollen ja sowieso nicht antreten. Und der Meister, Vereinigte Arabische Emirate, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, irgendwie sicher was mit Doha, weil Doha ist ja die Hauptstadt, ne? Das weiß ich nicht. Das ist eine gute Taktik. Hey, habe ich denn was getroffen? So. Oh, das war schon ein bisschen schwerer, muss ich sagen. Genau, also die spielen gegeneinander. Also in der Quali-Gruppe hätte dann eigentlich diese aus Ozeanien, also Neuseeland und so die anderen Inseln, die da noch sind, hätte da antreten müssen gegen den Meister aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die ist aber jetzt nicht mehr vorqualifiziert. Die spielen dann wahrscheinlich gegen irgendwie den Champions League-Sieger aus Asien, Nordamerika, Mittelamerika oder Afrika. Also Doha, irgendwas. Es gibt mehrere Vereine aus Doha. Sagen wir mal jetzt gegen Al-Hilal und Al-Ahli Kairo gegen. Al-Ahli Kairo gegen CF Amerika. So, und der Sieger aus Al-Hilal gegen den Meister aus Vereinigte Arabische Emirate spielt dann gegen Palmeiras und gegen Chelsea spielt der Sieger aus CF Amerika gegen Al-Ahli Kairo. Ich weiß nicht, ob es genau so ist, aber auf jeden Fall die drei Champions League-Sieger und der Meister des Ausgangslandes spielen gegeneinander und treffen dann im Halbfinale auf die Vorqualifizierten, weil es halt die besseren sind. Chelsea und Palmeiras. Genau, und der Sieger ist im Halbfinale, halt im Finale. Das ist ein ganz komischer Modus und ist eigentlich auch nur da, zu darum geht, zu generieren. Den könnte man abschaffen. Genau, ich glaube, den Confed Cup hat man auch abgeschafft. Das ist das Gleiche, bloß halt mit den Ländern. Das spielt der WM-Sieger, ehemalige Amtierender, gegen den EM-Sieger, dann gegen den Afrika-Cup-Sieger, gegen den Copa-America-Sieger, also Südamerika-Meister sozusagen von den Ländern, gegen den Gold-Cup-Sieger, also da treten die Länder als Nordmittel- und Mittelamerika und Karibik an, gegen den Asien-Cup-Sieger und gegen den Ozeanien-Cup-Sieger. Und dann noch das Austragungsland, das sind dann sogar 8 Länder. Es war das letzte Mal, was ausgetragen wurde, war 2017. 2021 hätte er wahrscheinlich auch ausgetragen werden sollen. Da aber die EM dahin verlegt worden ist, ist er halt ausgefallen. Das denkt man sich vielleicht 2025 macht man ihn wahrscheinlich gar nicht mehr. Weil die Nations League ist ja leider auch noch neu hinzugekommen. Aber wenn ich zwischen, obwohl ich würde wahrscheinlich eher Confed Cup wählen als Nations League, weil der kürzer geht. Die Nations League ist ja wie gesagt eine Liga und die geht auch über eine Saison hinweg. Die neue Nations League ist ja Nations League 22, 23. Die ist jetzt, glaube ich, auch alle 2 Jahre, also die nächste dann 24, 25. Also, das ist auch wirklich wie eine Saison. Da gibt es dann auch extra Länderspielpausen für. Da ist so ein Confed Cup alle 4 Jahre eigentlich besser. Obwohl das Prinzip an sich gar nicht so schlecht ist, weil da zum Beispiel so ein Land wie Georgien dann vielleicht auch mal gewinnt, weil da meistens Länder gegeneinander spielen, die gleich gut sind. Die sind halt in so Ligen unterteilt. Und die können dann halt aufsteigen am Ende der Saison. Zum Beispiel die ersten aus Liga C, das sind dann meistens solche Sachen wie Georgien oder so, Aserbaidschan, die können dann in Liga B aufsteigen im Prinzip. Genau, so und alle aus Liga A, und das sind 4 verschiedene Gruppen, also 16 Länder, haben die Chance, Nations League zu gewinnen. So die ersten aus Liga der 4 Ligen qualifizieren sich dann fürs Halbfinale und dann Finale. Genau, ich glaube 2021 wird gewonnen Frankreich und 2019 müsste das dann gewesen sein. Oder 2020, kann auch sein, dass es jedes Jahr ist, aber ich glaube, es war 2019, war es Portugal. Genau, richtig. Das ist eigentlich ein unwichtiger weiterer Titel. So, Confed Cup wurde, wie gesagt, das letzte Mal 2017 ausgetragen, da nennen sich wahrscheinlich einige Austragungsland. Russland, amtierender EM-Sieger, Portugal, WM-Sieger, Deutschland damals noch, ja. Ehemaliger Afrika-Cup-Sieger, amtierender Afrika-Cup-Sieger, sorry, Kamerun. Und ich glaube, weil der oft alle 2 Jahre ausgetragen wurde, waren die sogar Afrika-Cup-Sieger 2017. Und weil der halt alle 2 Jahre ausgetragen wird, das ist jetzt so ein Fun-Fact, der Afrika-Cup eigentlich, und der Confed Cup alle 4 Jahre, ist eigentlich nur jeder zweite Afrika-Cup-Sieger an den Confed Cup beteiligt. Weil Elfenbeinküste war, glaube ich, 2015 Afrika-Cup-Sieger, und die müssten eigentlich dann 2019 teilnehmen an Confed Cup. Da aber der Afrika-Cup öfter stattfindet, hat halt Kamerun teilgenommen. Also alle, die so dazwischen sind, also 2015, 2016,
2011, 2007 die Afrika-Cup-Sieger, die nehmen nicht am Confed Cup teil, weil bis dahin, bis der wieder stattfindet, findet noch ein neuer Afrika-Cup statt und das ist halt so. Ich finde es halt so, dass alle, also EM, WM und halt also was wie Afrika-Cup und Asien-Cup und so, allgemein alles alle 4 Jahre stattfinden sollte. Also wir können vor Glück sagen, dass EM und WM alle 4 Jahre stattfindet. Afrika Cup ist sogar ziemlich durcheinander, weil die hatten das letzte Mal 2019 und jetzt dieses Jahr ist es jetzt 2022 und das lag ja auch alles an Corona, ne? So, und was auch ziemlich dumm ist, Copa America, man hat ja in Südamerika Verband nur 10 Verbände, also 10 Länder, und da kommen öfters noch 2 dazu, die gar nicht Südamerika sind, und das sollten eigentlich dieses Jahr Katar und Australien sein. Also wenn das Länder noch aus Nordamerika sind, dann verstehe ich es ja noch halbwegs. Aber so ist es echt dumm. Naja, richtig. Obwohl, wenn man jetzt rückblickend sagt, ist eigentlich die Copa America auch aller 4 Jahre. 2019 hat ja Brasilien gewonnen, 2015 Chile, 2011 dann mit jemand anders. 2016 gab es dann eine Special-Ausgabe halt mit Nordamerika. Das war auch unnötig, finde ich. Und jetzt ist es wahrscheinlich wieder aller 2 Jahre, weil 2021 war ja die neueste, wo Argentinien seit langer Zeit mal wieder gewonnen hat. Und es lag übrigens nicht an Messi, dass sie gewonnen haben. Der war eigentlich eher schwach. Ganz schwach. Naja, nicht unbedingt, aber vor allem im Finalspiel, muss ich sagen. Da waren andere wichtiger für den Sieg. Genau. Und genau so. Also auf jeden Fall war bei dem Confed Cup dann Kamerun dabei als 2017er Afrika-Cup-Sieger. Dann Chile war dabei, ja, Chile, weil die ja 2015 den Copa America gewonnen haben und 2016 auch die Special-Ausgabe, also Chile war eigentlich ziemlich gut und die sind auch eins der Länder, die ziemlich abgekackt haben, weil diese guten Spieler wie Vidal, Bravo, also Bravo der Torwart, Sanchez, jetzt hinter meiner, der Stürmer oder so, oder Arangues, der bei Leverkusen spielt oder so, die sind alle über 30 Jahre alt und da kommen jetzt nicht ganz so viele Jungen nach. Eher sehr wenig. Und diesen momentan auch in der WM-Quali stand jetzt eigentlich raus. Genau. Stattdessen würde Ecuador teilen. Weil man hat so die Top 5 Länder, Brasilien eigentlich, Argentinien, Kolumbien, Uruguay und Chile. Und der 5. müsste dann halt noch ein Playoff-Spiel machen. Aber das ist meistens gegen sowas wie Honduras oder irgendwas aus Asien. Das wäre dann zum Beispiel sowas wie Jordanien oder so, die auch auf dem Playoff-Platz landen. Da gewinnen die meistens. Aber jetzt hat sich so Ecuador dazwischen geschoben. Und die sind momentan auch 4., glaube ich. Also die Quali müsste, glaube ich, momentan Uruguay machen. Und Chile wäre halt raus. Und das ist schade für Chile. Weil die auch 2018 schon nicht dabei waren. Das war übrigens gerade ein sehr schöner Schuss von mir. Okay. Wie er das wohl geschafft hat. Magic. Wie spät ist es? 20, okay. So, genau. Und bei dem Confed Cup, wer war noch dabei für Nordamerika? Mexiko. Bisher, übrigens ein Fun Fact, Gold Cup haben bisher immer nur Mexiko oder USA gewonnen. Gab bisher 11 Austragungen, 5-mal war es Mexiko, 6-mal USA. Aber öfters im Finale stand schon Jamaika, ich glaube 2-mal. Und auch schon 2-mal Panama und 1-mal Costa Rica. Und sonst war es halt das Finale im USA gegen Mexiko. Richtig. Ja, genau, obwohl das letzte Mal war auch Katar da teilgenommen, das ist so dumm. Ein Asien Cup, der wird mir übrigens beim Kicker gar nicht mehr angezeigt, der letzte Austrag war 2019, naheliegend ist, der wird alle 4 Jahre ausgetragen und den hat leider Katar gewonnen, das war echt überraschend. Also die stärksten sind da so Japan, Südkorea, Australien hat auch ziemlich eigentlich an Strahlungskraft verloren, weil die haben jetzt eigentlich nicht mehr so gute. Und dann halt noch Iran, Saudi-Arabien. Also von der Form momentan her würde ich sagen, die Top 3 Japan, obwohl eigentlich auf der 1 Iran, Japan und Saudi-Arabien. Saudi-Arabien hätte jetzt nicht so Topstars, aber einige, die so vielleicht 1 bis 2 Millionen Marktwert haben. Und das reicht, und das hatte ich so jeder in der Startelf, und das reicht dann halt für eine gute Startelf und für den Top 3 Platz in Asien. Australien hat eigentlich ziemlich, hat keine guten Spieler mehr eigentlich so. Und die hatten ja mal so eine Legende, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, der sehr, sehr lange gespielt hat. Ich habe seinen Namen vergessen, ihr werdet ihn wahrscheinlich auch nicht kennen. Ich glaube, der hat Premier League gespielt. Ich habe leider vergessen, wie er heißt. Der war halt Mittelfeldangriff, eigentlich war er Mittelfeldspieler, hat aber auf dem Sturm gespielt, weil man wahrscheinlich dort keinen hatte.
Genau, so in Südkorea, ja gut. Gut, ich glaube, bei der Quali spielt jetzt Heung-min Son auch gar nicht mit. Aber vor allem diese Top 5, also Saudi-Arabien, Iran, Japan, Südkorea und Australien. Obwohl Katar kann ich jetzt nicht sagen, weil die WM-Quali ja nicht spielen müssen. Die sind ja leider automatisch dafür qualifiziert. So. Genau, und die haben ja den Asien Cup gewonnen. Ozeanien Cup gewinnt eigentlich immer Neuseeland, weil eigentlich Australien müsste da ja teilnehmen, ne? Aber weil es dort so langweilig wäre, macht's jetzt halt, sind sie halt raus und jetzt gewinnt halt nur noch Neuseeland, das ist genauso langweilig. Aber mit dem Unterschied, dass Australien eigentlich ein ernstzunehmender Gegner im Asien Cup war. Momentan nicht mehr so, also schon, aber nicht mehr so stark wie früher. Die haben nämlich am Confed Cup 2017 nämlich noch teilgenommen als Afrika, als Asien Cup Sieger von 2015. 2011 war es, glaube ich, dann Japan. Ich weiß es nicht mehr genau. Also Japan, Australien war das Finale. Das weiß ich, weil es gab früher mal so ein Soccer-Spiel. Ihr kennt vielleicht Score Hero, wo ihr so halt spielt. Genau, Score Hero, das, also das, ich will das Spielprinzip jetzt nicht erklären. So. Und doch, ihr spielt halt eigentlich einen Spieler und, ne, genau. So, und es als Score Hero ist halt, dass du halt mit deinem Hero spielst, und du hast immer so vorgegebene Szenen und musst dann halt per Wischen zu deinen Spielern spielen und dann Tore erzielen. Es ist halt immer so, wenn ein Spieler den Ball annimmt und dann entweder passt oder schießt, hast du immer eine Pause, ne? Und dann wird dir gezeigt, ja, wo kannst du denn jetzt am besten hinspielen? Es wird dir nicht gezeigt, das musst du selber rausfinden. So, und bei Soccer ist es, damals, ich weiß nicht, wie das Spiel genau hieß, irgendwas mit Soccer, hat man halt wirklich Spiele nachgespielt und da musste man das halt auch so machen, wie es damals war, an den Toren. Und da kann ich mich noch damals dran erinnern, dass das Spiel Japan gegen Australien war und das war ein Finale. Asien kann, das kann ich mich nur einfach dran erinnern, weil das eine Tor halt so ein richtig kranker Volley war. Und dann gab es noch eine Version davon, wo man das Tor nochmal nachgespielt hat, aber anders als es wirklich war. Und dann war das so ein Scorpion-Kick. Und deshalb kann ich mich da super gut dran erinnern und weiß, dass 2011 Japan den Asien-Cup gewonnen hat. Dass solche Sachen merke ich mir zum Beispiel. Ne? Da hat man halt solche Länderspiele nachgespielt, also vor allem Länderspiele von WM und so EM. Es gab auch einen Bereich von Vereinen, den habe ich aber relativ selten gespielt. Aber das Spiel finde ich gar nicht mehr. Das gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Das war eigentlich echt cool. Naja. Problem war halt, also hatte man nicht die Freiheiten, sondern man hat halt etwas nachgespielt, wie es halt wirklich war, das Turnier. Genau. So. Deshalb kann ich mich da gut dran erinnern. So. Und dann war halt beim Confed Cup halt dann Neuseeland dabei. Also klar. Obwohl der Ozeanien Cup auch das letzte Mal 2017 ausgetragen wurde, weil 2021 ist er logischerweise wegen Corona ausgefallen. Also Neuseeland hat eigentlich relativ schnell einen sehr harten Lockdown gemacht. Und seitdem läuft es bei denen eigentlich in Sachen Corona eigentlich relativ gut. Na gut, ich weiß jetzt nicht, wie es war, als die ganzen neuen Varianten kamen, dann wahrscheinlich nicht mehr. Da hat man wieder wahrscheinlich einen harten Lockdown gemacht und ist wahrscheinlich immer noch drin. Es ist aber eigentlich auch die beste Strategie, sofort, wenn die neuen Fälle da sind, eigentlich einen harten Lockdown machen. Das war, glaube ich, so, die haben ganz am Anfang 6 Monate, 6 Monate, ja, ganz klar, 6 Wochen ganz harten Lockdown gemacht und konnten dann eigentlich dann danach richtig gut leben. Ne? Ja, hätte man wahrscheinlich hier auch so machen können, aber man hat es zu spät gemacht und jetzt hat man halt das Auf und Ab. Es steigen die Zahlen, dann nochmal ein Lockdown, dann sinken die Zahlen natürlich wieder, dann machen wir wieder auf, dann steigen die Zahlen natürlich wieder und die ganzen Mutationen hinzu, also Varianten, ne, von dem Virus und das ist alles extrem nervig. So. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier durch. Ach, ich habe sogar durchgespielt. Irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich hoffe, ihr versteht mich da irgendwie ein bisschen. Wie ich das meine. Das ist irgendwie, ich spiele hier irgendwie automatisch. Ich realisiere gar nicht richtig, dass ich gerade alles spiele. Ich erlebe das gar nicht hundertprozentig. Das ist irgendwie ein bisschen automatisch, so ein Auto. Also ich spiele so nebenbei, wisst ihr? Mein Fokus liegt gar nicht so richtig da drauf. Ich bin da so drin und ich mache das irgendwie automatisch irgendwie so und rede dabei halt. Wenn man jetzt auch nicht so viele Skills braucht, um das zu spielen, ein bisschen rennen, man muss die ganze Zeit auf diesen Button drücken und dann schießt man halt, ist halt so und das, dabei rede ich halt ein bisschen. Wrestling habe ich noch gar nicht geredet, bin ich sehr stolz auf mich. Naja, mal sehen. Es sind übrigens, naja, jetzt rede ich doch, es sind gar nicht so viele Matches für den Royal Rumble angekündigt, natürlich die beiden Royal Rumble Matches der Männer und Frauen, dann die beiden Haupttitel-Matches, also Roman Reigns und Brock Lesnar, das sind halt schon 4 Matches.
Und dann halt noch das fünfte Match, das Women's Title Match um den War Title. Das war es aber schon. Man braucht mindestens zwei Matches. Und ich denke, also ich denke, den Rückkampf wird RK Bro um die War Tag Team Title erst später bekommen, nach Royal Rumble. Weil die irgendwie, die Tag Team Champions, das ist jetzt irgendwie so aufgebaut, dass die irgendwie ein paar Prüfungen bestehen müssen, damit die erst den Titel zurückbekommen. Irgendwie ganz komisch, keine Ahnung. Ich kann mich nicht mit anfreunden, mit das, was WWE momentan macht. Deshalb denke ich, das dauert noch ein bisschen. Was ich mir aber vorstellen könnte, dass irgendwie in der Kickoff-Show jetzt noch so relativ kurzfristig, ohne lang angekündigt, die Usos gegen die Viking Raiders kommen, weil das war ja eigentlich auch angekündigt. Aber dieses Match zwischen Shinsuke Nakamura und Sami Zayn, weil der hat ja mal eine Battle Royale gewonnen und deshalb ist er eigentlich Intercontinental-Titel-Herausforderer, das ist ja ein bisschen ins Wasser gefallen, weil ja Shinsuke Nakamura verletzt ist. Ich kann mir irgendwie gut vorstellen, dass er jetzt irgendwie bei SmackDown wieder zurück ist, weil der war jetzt auch irgendwie beim letzten SmackDown zurück. Und dass sie da einfach dieses Ding durchziehen und nicht beim Royal Rumble. Also ich denke eher, beim Royal Rumble wird dann halt dieses SmackDown-Titel-Match kommen. War Tag Team Match kommt später. Intercontinental-Titel-Match kommt schon vor dem Rumble. United States hat man ja keinen Herausforderer momentan für Damian Priest und ich denke, da wird auch nichts Spontanes kommen. Ich denke eher so, vielleicht kämpft AJ Styles irgendwie so. Ich habe mir eigentlich so vorgestellt, dass der vielleicht gegen einen NXT-Superstar kämpft, aber das macht man eigentlich nicht. Dass ein NXT-Superstar ein Match hat gegen einen, der im Main Roster steht bei in dem Main Roster. Also es geht schon so, dass Main Roster Wrestler zu NXT runtergehen. Oder dass es halt im Royal Rumble, dass die aufeinandertreffen, aber dass man die bei einem Pay-Per-View gegeneinander kämpfen lässt, ist eigentlich nicht so. Also beim Main Event, also wenn ich das was sage, das ist so eine kleine Veranstaltung, die ist immer so Mittwoch, trägt die WWE aus, die ist eigentlich immer nur dazu da, um so Fäden von SmackDown und Raw zusammenzufassen. Und dann sind immer so zwei Matches von Leuten dabei, die eigentlich nie in den Main-Shows auftreten. Und da waren in den letzten Wochen halt vermehrt NXT-Superstars da, die gegen Main-Roster Wrestler Match hatten. Zum Beispiel das letzte war irgendwie Pete Dunne, Tommaso Ciampa, LA Knight und Roderick Strong. Die haben gegen sowas wie T-Bar oder Shelton Benjamin oder Cedric Alexander gewrestelt, also die eigentlich nicht so eine große Rolle im Main Roster spielen. Genau, einfach um zu schauen, wie die funktionieren, ne? Also das wird nicht so der breiten Masse gezeigt. Und es gibt auch, vielleicht ist es für die, die Wrestling interessiert, auch ein neuer Begriff, Dark Matches, die nicht übertragen werden im Fernsehen und auch nicht nachher, sondern nur für das Publikum, das vor Ort ist, sichtbar, dass da so neue Fäden gezeigt werden, die aber nicht festgehalten werden. Das ist im Prinzip wie, als würde ich einen Stream machen, den aber später nicht hochladen, sondern nur die Leute, die beim Stream dabei waren, hätten den gesehen. Genau sowas ist das im Prinzip. Und man will halt schauen, das ist meistens so, man testet neue Fäden und schaut, wie das Publikum darauf reagiert, bevor man die dann zum Beispiel in die Tat umsetzt. Und ich glaube, es sind viele von NXT zu SmackDown da angereist. Also da werden bei SmackDown sicher einige NXT-Wrestler auftreten. Aber ich denke jetzt, ich hätte mir jetzt eigentlich gedacht, dass AJ Styles ist jetzt ein bisschen in der Fehde mit diesem Grayson Waller, dass die ein Match haben bei Royal Rumble. Ich denke mir aber nicht, dass sie das machen. Na gut, also WWE macht es auch so, dass irgendwie ein Raw-Superstar um den SmackDown-Haupttitel kämpft, also Seth Rollins. Also da könnten die theoretisch auch einen NXT-Superstar einfach da mal auftreten lassen, denke ich mir hier eigentlich, beim Royal Rumble. Vor allem, weil es Royal Rumble ist und nicht irgendwie SmackDown oder Raw, ne? Aber ich denke nicht, dass sie es machen, obwohl es so Gedanken von mir gewesen wäre. Also ich denke, man macht halt noch neben den fünf aktuellen angekündigten Matches noch das SmackDown-Titles-Match und dann halt noch ein Non-Title-Match. Wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendwie so. Ja, wie gesagt, AJ Styles, gegen wen könnte er? Vielleicht Finn Balor oder da Dings gegen den Balor, der Austin Theory oder so. Obwohl die wahrscheinlich ja auch im Rumble auftreten, also man würde jetzt wahrscheinlich nicht so viele Wrestler ein Match haben lassen, die dann später noch im Rumble auftreten. Aber ich denke, die Verliererin aus dem Titelmatch, Lynch gegen Doudrop, wird auf jeden Fall am Rumble teilnehmen. Und es wird wahrscheinlich Doudrop sein. Oder ich weiß nicht, wie man spricht. Ich weiß nicht, ob man richtig so ausspricht. Naja, egal. Also werden auf jeden Fall einige antreten, die noch vor ein Match haben. So. Wir werden sehen. Werden auch einige, also es wird gemunkelt, dass der Gunther, ehemals Walter, also ich will den eigentlich gar nicht Gunther nennen, ich weiß gar nicht, warum er ihn umbenannt hat. Walter oder Walter oder Walter. Walter und Walter. Ist eigentlich ein Österreicher, ne, eigentlich als Walter eigentlich. Ich weiß nicht, wie die ihn dort ausgesprochen haben. Eigentlich eher eigentlich Walter.
Aber die sagen jetzt auch Gunther. Ist egal, ich weiß nicht, warum man ihm diesen Namen gegeben hat jetzt. Den Ringnamen. Egal, auf jeden Fall. Der Walter. Das Gerücht eigentlich, dass er und der Braun Breaker, der NXT Champion, beim Rumble auf jeden Fall auftreten werden. Also im Rumble dann. Wir werden sehen. Was es auch sonst noch so für Überraschungen gibt. Und auch der Undertaker soll eigentlich dabei sein, aber halt nur als Begleitung seiner Frau, die am Rumble teilnimmt, Michelle McCool. Das könnte ich mir eigentlich relativ gut vorstellen. Ich denke aber nicht, dass er nochmal irgendwie in irgendeiner Weise in den Ring steigen wird. Goldberg leider sicher nochmal. Vielleicht sogar schon beim Rumble. Weil der hat eigentlich noch ein Match in seinem Vertrag. Und leider können sich beide Parteien eine Verlängerung dieses Vertrages vorstellen. Was extrem traurig ist. Ich weiß nicht, warum er so viele Zuschauer anzieht. Also wenn man jetzt sowas in Saudi-Arabien macht, eine Veranstaltung, okay, ja, aber bei den Wrestling-Fans, warum will man die denn noch sehen? Das verstehe ich nicht. Das Einzige, was er macht, ist doch ein Spear, dann noch ein Spear, noch einer, dann ein Spear durch die Barrikaden, dann ein Spear, noch ein Spear. Dann macht sein Gegner fünfmal seinen Finisher, dann macht er ein paar Mal den Jackhammer, wenn überhaupt, weil den hat er ja auch übelst verkackt, 2020 beim Ultimate Showdown, und hätte sich und den Undertaker fast klinikreif gewrestelt, weil das sah echt gefährlich aus, was da hätte passieren können. Also das ist das gut, dass es zum Glück gut ausgegangen ist. Also macht er halt jetzt nur noch seinen Spear durch die Barrikade und sein Gegner dann halt auch seine Finisher, seine Signature, und das war's dann halt. Ich weiß nicht, was daran so cool ist. Wenn man das halt vielleicht einmal sieht, jetzt zum Beispiel 2016 bis 17 Uhr seinen One hat und von mir aus jetzt auch 2020 nochmal, aber das wird doch langsam langweilig. Man weiß doch sofort, was passiert. Ey, das ist doch so ätzend. Ach, das darf ich gar nicht machen. Ach, ich darf nur eins von den dreien machen. Das ist ja eigentlich toll. Muss ich jetzt nicht weiterspielen. Ja, okay, dann mache ich jetzt noch eine Division Rivals Partie, dann kann ich sagen, ich habe eigentlich alles gemacht. Oder eine... Ach nee, das haben sie ja. Eigentlich. Wir haben die nicht vorhin am Anfang des Streams gezeigt, dass man das momentan nicht spielen kann. Naja, egal. Ich schau mal nach Konsti. Ich will mal sehen, auf welchem Level er sich befindet. Also Gesamtstärke, sorry. Glückstopper 91. Nice. Der ist jetzt eigentlich auch relativ aktiv. Da könntest du auch mal ein bisschen zuschauen, ne? Er befindet sich in einem Spiel. Profil. 4-3. Er hat jeweils immer so 500.000, leicht über 500.000. Mal schauen, ob in den Rankings, die haben fast immer 1 Million, ne? Oder? Oh yeah. Er hat 510.000 oder so. Ich bin Platz 291.322. Das ist eigentlich sogar noch gut. Es werden mir nicht mehr angezeigt. Okay, ich schätze ihn mal schon in der Top 1000, oder? Er ist eigentlich... Top 1000, ich kann sogar einstellen. Top 3. Das ist Top 3. Ach, die Proud 3 sind, oder wie? Ach so, weil ich im Pro 3 bin. Oh nein, ey, das macht mir gut. So, und wie sieht's eigentlich beim Dings aus? Ich würde mal schätzen, dass hier ein bisschen schlechter ist. Ja, weil das halt nicht so viele so gerne spielen. Aber Konsti spielt es halt gerne. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass er dabei ist. Hat er ja 230.000 oder so. Ah, ist knapp nicht dabei. Aber ist schon sehr nah dran. Ich bin sehr weit weg. So, machen wir jetzt hier noch ein Division Rivals Spiel und dann würde ich den nice Stream ohne jeglichen Typen Kommentar im Chat da lassen. Ich würde mich fragen, wenn ich hier wirklich mal einen 24-Stunden-Stream machen würde, jetzt einfach nochmal 22 Stunden dranhängen, ob dann irgendjemand mal vorbeikommt, frage ich mich. Irgendjemand. Ich habe übrigens neulich mal gegen jemanden gespielt, der leicht stärker war als ich, der hatte leicht bessere Chancen, aber ich hatte keinen Konterangriff. Also alles okay. Und wir haben halt 9-9 unentschieden gespielt. 9-9. Also es stand nur noch für mich und dann hatte ich keine Chance mehr. Dann war bei mir die Zeit abgelaufen und er war halt noch in seiner Chance. Und deshalb durfte er noch weiterspielen und hat dann halt das Tor gemacht. Ich find's komisch, dass man keine Ecken mehr bekommt. Okay, vielleicht mögen viele Ecken nicht, aber eigentlich müsste man trotzdem eine Ecke bekommen. Okay, er trifft jetzt. Hätte den gehalten.
Ja, zum Glück geht er rein. Doku, das ist nicht Count Doku, sondern das ist der von Stade Rennes. Das ist einer, der bei der EM extrem krass war. Belgien, extremer Neuentdecken, ein Youngster, Jeremy Doku, aber der relativ viel verletzt war und jetzt nicht unbedingt an Stade Rennes guter Saison beteiligt ist momentan so richtig. Die sind glaube ich Platz 3 oder so. Leider nicht. Er ist nämlich ein ziemlich guter Spieler, talentiert. Nein, ich. Mann, ich habe mich vertippt. Tippen darf man sich doch noch. Der hat auch Werner. Ja, Werner hat eigentlich jeder. Pulisic auch. So. Was neu ist, dass die Zeit weiterläuft, während dieser Übergang zur nächsten Chance ist. Das ist neu irgendwie. Hier läuft nämlich die Zeit die ganze Zeit weiter. Also auch eine Sekunde, während eigentlich hier mein Bildschirm schwarz ist. 8-8 wieder. 8-9, hä, warum denn? Ey, der hat einfach noch eine Chance gekriegt, nachdem ich schon fertig. Ey, das ist doch ungerecht. Das will ich jetzt mir nicht auf mir sitzen lassen. Ey, das ist jetzt echt gemein. Okay. Ich will jetzt nicht so lange streamen, deshalb mache ich lieber noch ein 1 gegen 1. Und es kommt noch nicht die Benachrichtigung, dass der Stream instabil ist. Das finde ich toll. Okay. 1 gegen 1, das könnte jetzt kommen, ja. Aber das ist gegen Ende sowieso nicht so wichtig. Ne? So, wir spielen gegen Inter Mailand, die ja übrigens sehr hässliches Wappen haben, was angeblich modern und schön sein soll, das ist aber extrem hässlich. Genauso wie Juventus Turin oder Hellas Verona oder was haben wir in England, Manchester City. Extrem hässlich. Ja. Wenn man sein altes, traditionelles Wappen wegmacht, das ist einfach scheiße. Den anderen Haaland sieht zumindest anders aus. Er hat die gleiche Gesamtstärke, aber das sieht anders aus. Genau, und wer hat es denn noch anders gemacht? Das war in. Was macht er denn? Diesen. Ich weiß nicht, es gibt so einen großen Unterschied, als ob du gegen eine KI spielst oder nicht. Ich habe ganz normal getippt, Flanke, und der ging halt viel zu weit. Keine Ahnung, was mit ihm los ist. Naja, egal. Okay, der will nicht so richtig spielen, habe ich das Gefühl. Okay, einfach mal auf Angriff gehen. Genau, was wollte ich denn gerade sagen? Genau, so welcher hat noch. Genau, Swansea hat das, glaube ich, auch gemacht. Swansea City. Ist halt schade. Ist extrem schade. Ich glaube, in Deutschland ist es noch nicht keinem Verein passiert. Ja. Also, extrem neues, weil man, wenn es leicht angepasst ist, zum Beispiel bis zu Bayern, Dortmund über. Zum Beispiel, oder allgemein jeder Verein über das Dings hinweggemacht hat, das ist ein bisschen. Schöner aussieht, aber dass das Wappen an sich gleich bleibt, dann ist das ja okay. Zum Beispiel Wolfsburg hatte ja früher nur das grüne W, ne? Und jetzt ist es halt, man hat halt nicht richtig erkannt, dass das so ein Kreis ist, das Wappen. Und jetzt ist halt der Rest, der Hintergrund unter diesem grünen W halt weiß. Gut, das ist jetzt ein doofer Vergleich, weil Wolfsburg und Tradition hat jetzt nicht so viel am Hut. Aber solche kleinen Veränderungen sind okay. Aber wenn du jetzt sowas hast wie Inter Mailand, wo das ne, so ein schönes Wappen war und vor allem das auch der Grund war, einfach weil man findet, dass es moderner, schöner aussieht und dass das vor allem halt unter diesem chinesischen Konzern passiert ist, ist halt so ein üblen Beigeschmack. Ist egal, ob es jetzt überhaupt schön aussieht oder nicht, ist ja egal. Es hat einfach damit zu tun, dass man einfach die Tradition zerstört. Ne? Ja, das ist das. Ist halt so. Ist halt heute leider nicht mehr wichtig. So, übrigens hat Aue den Vertrag aufgelöst mit dem Stürmer Manze, Mons oder was auch immer. Ich weiß gar nicht, ob er Kroate war. Kam aus dem Fall aus Kroatien. Ja, ich hatte mir ein bisschen mehr erwartet von ihm. Ah, hat nicht so viel gebracht. Ne? 8 Spiele, wahrscheinlich meistens nur Kurzeinsätze. Eigentlich nur Kurzeinsätze. Kein Tor. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er eine Torbeteiligung hatte oder gar keine. Ich weiß es nicht, also nicht der Stärkste, würde ich sagen. Bei uns. Also ich finde es okay, dass man mit ihm den Vertrag aufgelöst hat. Weil wir haben jetzt schon übermäßig viele Stürmer und wenn da welche nicht funktionieren, dann kann man auch gerne den Vertrag, also die Leihe beenden, es war ja eine Leihe,
Weil die kosten dann ja auch Gehalt. Wenn man Gehalt übernommen hat. Also wenn man jemanden ohne Gehalt zu zahlen ausleiht, dann hat man den Jackpot gelandet. Und Rinder. Haaland schießt sein viertes Tor wahrscheinlich. Und Zatz hat keine Lust mit mir zu spielen. Deshalb schießen wir jetzt erstmal drei Eigentore. Okay? Let's go. Let's go for it. Ich würde dann mal während der Halbzeit ein paar Auswechslungen vornehmen. Schade, dass die jetzt nicht getätigt wurden. Wir hatten ja eigentlich eine Pause. Okay, der darf das gar nicht. Als ob man das blockiert hat. Willst du mich verarschen? Ich will doch nur nett sein, ihr Arschgeigen. Alter, ich habe nichts gedrückt. Also in der Nähe schießt er den automatisch ultra weit weg. Okay, dann machen wir halt noch ein Tor. Pulisic, Mann, was machst du denn? So. So geht's. Yay. Wunderbar. Wie jetzt? Die wurde jetzt aber abgebrochen, weil ich zu viele Eigentore geschossen habe. Ey. Ich wollte eigentlich was Cooles machen. Ich wollte nämlich den Ball zurückspielen und denkt so, ich mache das vierte Eigentor, dann hätte ich den Ball aber mit dem Torwart einfach weggeschlagen. Das hätte ich gemacht. Weil das ist cool, das mag ich. Wenn es kurz vor Schluss dann, wenn der wieder auf ein Tor rankommt, auch durch mich, dann gibt er sich wieder mehr Mühe. Wisst ihr, wie ich meine? Und das mag ich. Wenn er dann so ein bisschen die Hoffnung hat, also ich will nicht ihm so Hoffnung geben, sagen, ja, guck mal, du hast noch eine Chance, dann hat er aber eigentlich keine. Ich mag es einfach nur nicht, wenn ich gar keine Gegenwehr mehr habe. Und wenn ich ein paar Eigentore schieße und er dann ein bisschen mehr wieder reinhaut, dann sehe ich eigentlich auch, wie stark der Gegner eigentlich sein kann und das mag ich eigentlich. Wenn er nicht allzu stark ist, mein Gegner, dann mache ich das, würde ich das eigentlich gerne machen. Also ich will jetzt nicht so sagen, haha, ich kann drei Eigentore schießen und gewinne trotzdem. So ein bisschen würde ich das schon sagen. Ich glaube, X-Top fragt, als ich ihn damals gefragt habe, ob das eher arrogant ist und ob das eher nett ist, hat er eigentlich auch gesagt, das ist nett, weil er es einfach sehen wollte. Weil er wusste, wenn er sagt, es wirkt arrogant, dann mache ich das nicht. Aber ist auch egal. Ich fand es ein bisschen lustig. Ihr fand es hoffentlich auch ein kleines bisschen lustig. Leider habe ich das nicht mehr gesehen, wie ich den Ball dann weggeschlagen hätte. Also bevor ich das vorher Eigentor gemacht hätte. Aber, naja. Gut, leider ist EA, ja, nicht so nett und lässt mich das machen. Ist halt so, verstehe ich auch in einer gewissen Weise. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Er ging ja über eine Stunde. Würde mich sehr über eine positive Bewertung auf YouTube, über ein Like freuen, also für die es alle nachher schauen. Auch über einen Kommentar, was ihr denn sonst so gerne fürs Video sehen wollt. Könnt mir alles gerne vorschlagen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Habt bis dahin eine schöne Zeit auf YouTube, auf Twitch,
mit euren Freunden, mit eurer Familie. Bis dahin. Ciao.